Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen... Wow, ist der Reise... Wow! Da kann ich nichts dafür. Das zahlst du mir. Da kann ich nichts dafür. Das zahlst du mir. Da kann ich nichts dafür. Du hast gesehen, der kam... Der, ist ja, der macht Abgang. Der ist Fahrerflucht, hat der gemacht. Fritze. Der muss dabei, wenn man ihn mal braucht. Der hat Fahrerflucht gemacht. Oh Mann, ja. Ey, ganz ehrlich. Oh, 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 oh. Warte mal kurz. Was jetzt? Nein, nein, nein. Wow! Ich hab... Oh nee, Augen zu. Es wird breiter im Mittelpunkt. Ich kenne da Maschinen-Dings, die machen ziemlich gute Arbeit. Ja, sorry, Adler, ne? Sorry nochmal, ne? Ja, alles gut. Kriegen wir schon repariert, die so, Scheiße. Also, das ist da das Kackdorf hier irgendwo. Muss das doch sein, oder? Keine Ahnung, ich war die Hälfte des Wegs am Schlafen. Also, ich weiß nicht, das Navi zeigt an irgendwie, dass wir hier lang sollen. So, geht ihr Offroad hier? Hoffe. So, der schneidet, der kratzt immer mal ein bisschen und schleift. Aber ja, geht schon, oder? Ja, ja, geht schon. So. Guck mal Gas jetzt hier. Mach richtig? Boah, ich bin extra langsam gefahren. Ja gut, komm, scheiße, mach ich. Ist kein Problem. Geht's mal richtig los jetzt. Aber richtig voll. Boah, bau, 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 dicker Bau. Oh, der steht jetzt hier aber. Der hat auch eine gute Bremse, der ist ja M, ne? M-Bremsanlage, oder? Man hört hier Möwen, aber man sieht kein Meer. Was ist hier los? Ja, da hinten ist Leuchtturm, da ist auch Meer, Mann. Ah. Ja. So, warte mal, irgendwo hier muss das doch sein. So. Ah, ja, guck mal, wer hier ist. Mahlzeit. Peter! Moin! Also, ja, ich passen mitbekommen, wir hier? Na, ich habe mitbekommen, dass wir hier jemanden finden können und bin schon mal vorgefahren. Ja, ja, weißt du Bescheid, ne? Fritze, wie schaut denn dein BMW aus? Scheiße, hör mir auf. Aber richtig kacke. So. Richtig also ich kacke. Ich hab tatsächlich dieses Mal, Herr Friese, ich habe tatsächlich dieses Mal Vorarbeit geleistet. Ich weiß sogar, warum wir hin müssen. Nee. Doch. Nee. Nicht wie beim Herrn Bayer? Nein. Wo wir beim Herrn Bayer zu Hause waren? Diesmal weiß ich was. Das war ein ganz anderes Niveau nochmal. Alter Vater. So, komm. Naja, gut. Okay, auf hat geht's. Mir einen ja, ja. Ich glaube, ich hole mir auch so einen M8, Alter. Der ist nicht schlecht. Also, weißt du, was mich ja richtig antört? Was ja komplett sexy ist? Das Leder, Alter. Ja, ne? Dieses weiß-schwarz, ja. Diese Sitze, also dieses Leder. Wow, sexy. Oh, warte mal, der Peter. Weißt du, was noch geil wäre? So Innenbeleuchtung LED, weißt du, hier so an den Dingen. Ich kenne so einen Spinner, der hat das auch. Das. Ja, Ambiente Licht, Mann. Ja, ich kenne so einen Spinner, der hat das auch. Der hat aber so einen weißen BMW, ne? Wer hat einen weißen BMW? Den Spinner, der das hat. Achso. Der schiebt jetzt hier die Neidwelle oder was? Ein bisschen ja bei der Karre. Hast du gesehen, wie ich den gefangen habe, ey? Wie viel PS hat denn der überhaupt? Ich habe die größte Motorausführung genommen, ich weiß es nicht. Der ist ein M8, der hat da logischerweise die größte Motorausführung. Ja, wie viel PS hat der? Du fährst den M8 und weißt nicht, wie viel PS der hat? Sag dir mal sofort, was der hat, du. Nee. Guck mal eben kurz in die Betriebsanleitung. Ja, alles klar. Guck mal in die Betriebsanleitung unter PS. Du musst bei P. Bei Pferd. Halt die Klappe jetzt. Naja, ist doch wahr. Also mal ganz ehrlich. Das kann ja nicht sein. So, der hat 617 PS. Echt? Ja. Ich dachte, der hat 600 glatt. Ja gut, 670 ist auch nicht schlecht. Mehr ist immer besser. So. Ja. Sind wir da oder was? Ja, das ist die Adresse. Das ist die Meldeadresse hier? Direkt einer. Ja. Schauen Sie mal, da vorne ist einer. Oh. Das könnte dieser Bauer Olaf sein, glaube ich. Hey, jetzt das hat deine Mama wieder. Wow, lull. Witzle. Und direkt ran an die Brust zum Stillen. Hallo, die Herrschaften. Wow. Mahlzeit. Friedrich ist mein Name. Hallo. Habt ihr den Brief erhalten oder was? Was? Habt ihr den Brief gekriegt? Ja, ja. Oh Gott. Hildegard! Mach's doch auf! Grüß Gott. Peter. Oh, moin. Zum Glück seid ihr da. Ich bin's, Miguel. Ja, hi Miguel. Ja, schön. Hab ich schon gesagt. Achso, hab ich gar nicht gehört. Ich hab gedacht, du hast mich gar nicht beachtet, Hildegard. Doch, ich bin ja, komm, froh, dass ihr alle da seid. Lass dich mal drücken, Hildegard. Nein, Mann, drück ihn nicht. Oh, komm hier, richtig fest. Hallo. Na, Hildegard. Ja, gut, es reicht dann auch wieder. Hildegard, wo ist denn dein ich Mann? Hab dich so vermisst, Hildegard. Der komm her. Wir wussten, ja. Nee. Da ist er doch schon. Ganz schön. Na, ey, Fritzle.
So. Hey Manu, schau uns mal hier, Vater. Hallo! Vater! Hey. Ich würde da jetzt dasselbe machen, aber dann lassen wir es mal. Nee, doch, dann lass dir den Vortritt, mach du. Nee. Hans, der kann's, moin! Servus! Na? Und? Der Rosenbusch gewachsen? Das. Och, ja, der war schlecht. Bleib unter uns. Sauerei, ey. Mensch, was macht ihr hier? Sag mal, ohne Mist. Wir haben uns die Sorgen des Todes gemacht. Ja, ja, wir hatten ja keine Möglichkeit, irgendwie zu euch zu kommen. Na, und vor allem haben die auch, kam die Nachricht, dass die Sucharbeiten eingestellt werden. Und. Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Wirklich, mit dem Schlimmsten haben wir gerechnet. Wir dachten tatsächlich, ihr habt die Zeitliche gesehen, nicht? Ja, also ohne mit... Ja, zum Glück nicht. Ja. Also ein Hannes, ein Fischer, hat uns auf dem Meer gefunden, hat uns mitgenommen und hat uns dann hier zu seinem besten Freund Olaf gebracht. Und Olaf hat uns Gott sei Dank hier aufgenommen. Und ja, somit konnten wir den Brief nach Schwarzingen schreiben und haben natürlich gehofft, damit er auch ankommt. Hey Miguel. Kennst du Eiskönigin 2? Mhm. Also Olaf, ja, kenne ich, hab den nicht gesehen. Warum? Ach so, ah, ja gut, dann verstehst du den Witz nicht. Aber Olaf hat jetzt Hildegard gefunden. Naja. Oh Mann. Ist schon klar. Auf jeden Fall, nee, aber sehr schön, ey Mensch. Ein glücklicher Zustand, sage ich euch. Ja, naja, wir sind da, um euch abzuholen, ne? Das geht wunderbar. Ja. Wie lange waren wir überhaupt jetzt weg? Ach, bestimmt 3-4 Wochen ist das jetzt. Ihr wisst das Neueste. Wochen bei mir. Ja. Ist das schon so lange? Also, ja. Ja, Olaf, also danke auch mal, dass du die zwei aufgenommen hast und dass du dich da um die gekümmert hast, ne? Ja, ich habe mein Möglichstes gegeben, aber finanziell ist jetzt hier auch nicht so, dass man große Reisen finanzieren kann für, in Anführungsstrichen, fremde Personen. Aber so ein Brief und das kriegt man schon hin und Essen und Trinken. Ja, ich glaub, also die waren relativ gut versorgt. Wir zahlen dir ja auch eine Entschädigung, ne? Das ist ganz klar. Nee, alles gut, die haben ja auch. Nee, da kommen wir gerade. Aber du hast einen schönen Hof, Mensch. Vielleicht können wir uns den ja sogar nochmal angucken. Na, kein Problem. Oder Fritze, wenn wir einmal hier sind. Auf jeden Fall. Auf dem Kächen, oder? Mal ganz entspannt noch reingehasselt. Und Miguel wird dir das alles hier bezahlen. Ist mir schon klar, dass deine Mutter dir nichts wert ist. Aber Fritze, weißt du was? Mir ist deine Mutter was wert. Gell, Hildegard? Oh, du Schwein! Miguel? Ja, Entschuldigung, ich bin einfach euphorisch, weil ihr wieder da seid. Das nehme ich zurück. Gut, dann ist es in Ordnung. Ich dachte halt so, als Schwiegermutter vielleicht. Schwiegermutter, Stiefmutter. Meine ich, ja. Ach ja, stimmt. Ja, gut. Nee, was wollte ich sagen? Ey, was ist denn das für eine geile Karre? Lada, oder? Lada. Wo ist denn den her? Zeig mal rein, Schlüssel steckt. Ist das deiner? Nein, das ist hier von Olaf. Olaf, was ist denn das für ein Modell? Lada, oder? Lada Niva. Ist sicher? Der ist ja richtig crazy. Guck mal hier. Fritzel, wie ist es denn so? Habt ihr alle wiedergefunden oder? Noch nicht alle. Aber es werden immer mehr. Und ich gebe jetzt die Hoffnung nicht auf, nachdem ich dich wiedergefunden habe. Das stimmt, ja. Ja? Ich glaube nicht, dass der TÜV in Schwarzingen ihn zulässt. Schauen Sie mal, da vorne kann man richtig in den Keilriemen reinfassen. Hm. Naja, muss man ja aber nicht, ne? Ist aber nicht wieder der Neueste. Wir gehen mal Kaffee trinken. Ja, ja. Komm, schauen wir uns den Hof doch mal an hier. Ja. Fritzel, komm mal her. Aber auch schön. Ich gehe jetzt mit meiner Mutter Kaffee trinken. Jetzt komm doch mal her kurz, ich hab noch was Wichtiges. Was ist mit dem BMW passiert? Ich will nicht drüber reden. Ach du Heimatland. Fritzel. Nagelneu ist der eigentlich, ne? Hier. Eigentlich. Nimm. Pfefferminzbonbon. Arsch. Fritz, bleib doch hier. Ich hab noch was anderes. Was denn? Wir müssen den hier was geben, ganz ehrlich. Wir können da jetzt nicht hier einfach so. Am besten ist, du gibst ihm 150.000. Nee, wir greifen den hier ein bisschen unter die Arme. Ey, der hat unsere Mutter und unseren Vater aufgenommen und alles. Und hat hier... deine Mutter, meine ich, und mein Vater, der hat hier ja sich drum gekümmert und alles. Also, wir tun dir jetzt jeder 250.000 Tacken geben. Komm, ein bisschen unter die Arme greifen. Bist du bescheuert? Warum? Gib doch keine 250.000 Euro aus. Freilich, komm.
Du gibst 50.000, ich gebe 50.000, ist die Sache gut. Da hat er mehr verdient als. Weißt du, wie der sich freut? Hier, Olaf, ein Kaffee. Weißt du, wie der sich freut? 52.000, die da kommen. Ja, das kannst du sehr gut. Es ist Weihnachten, ne? Scheiße, du Scheißegal, ich kenne ihn gar nicht. Hier, seid ihr denn fertig hier? Kaffee erstmal für alle? Ja. Ja, danke. Dankeschön. Also, alter Vater, das ist ja gar kein kleiner Hof hier, oder? Olaf, der ist richtig schön. Ja, Alter. Ist halt alles schon ein bisschen älter, aber ansonsten ganz okay in Schuss, sage ich mal. Ich denke mal hier, bei der Größe, ne, ist ja fast ohne Boden. Wir sind da 50.000, ne? Die wirfst du hier rein und zack, weg. Ja, wir wissen ja selber, was so ein neuer Schlepper kostet, ne? Hm. Ja, oder hier mal so die Dächer neu machen, ne? Das kannst ich natürlich... bin alleine. Alleine so einen großen Hof, das ist halt auch eine Heidenarbeit, wa? Ja, da gehen die Tage schnell rum. Und dann alles selber machen, ist natürlich eine Hausnummer, ja. Ja. Echt schicker Hof. Haben Sie eine Ferienwohnung oder so? Nee, ich habe davon nur dieses alte Bauernhaus. Fritzl. Aber in der Ortschaft gibt's Ferienwohnungen, wenn Sie wollen. Jetzt komm, lass dir was Gutes tun. Ja, das können wir ja gerne tun, aber keine 250.000. Nein, 200.000. Nein. Komm jetzt. Du gibst ihn 150.000, ich 50.000. Du kannst mich am Arsch lecken. Das kannst du von der Steuer absetzen. 200.000 in Ausgaben oder nicht? Ich muss meinen Kredit bezahlen, ich kann das nicht. Ach, dein Kredit? Scheiß auf die Hütte, lass die abreißen, die ist eh hässlich. Komm. Du neidisch. Ich bin da nicht neidisch drauf. 200.000. 150 jeder. Komm, 150 jeder und die Sache ist gegessen. Ja, aber du überweist zuerst. Du gibst den Taxifahrer 150.000, da wirst du nicht doch jemand, der deine Mutter da, ne? Weißt schon, woher ich das zu verdanken hab? Warum? Ja. Gar nicht. Gesprochen. Gar nicht. Ja. Herr Bauer Olaf? Ja? Wir haben uns, wir wollen uns arrangieren dafür, dass sie jetzt da unsere Eltern so aufgenommen haben und alles und würden ihnen ganz gerne ein bisschen was für ihren Hof da lassen. Ach, das braucht's nicht. Ihr zwei haben mir gut geholfen. Ja, aber trotzdem, der Fritze, der möchte ihnen 150.000 für ihren Hof. Nee, das kann ich nicht annehmen. Das braucht man. Nee, um Gottes Willen, nee. Das ist ehrenhaft. Nee, das kann ich. Gut, das geht nicht. Ist ja klar, dass er das nicht annimmt. Olaf, unter uns, er hat das Geld. Nein, das nehme ich nicht an. Ich zahle dich schon wieder 150.000, halt zum Maul jetzt. Ja, dann lässt jetzt jeder 75 machen, gut ist. So, also ja, okay. Pass auf, Herr Bauer Olaf, wir überweisen Ihnen jetzt einfach was und das ist ein kleines Dankeschön und fertig aus, ist jetzt hier. So. Nee, schickt mir eine Karte, dann ist alles gut. Nicht ist. So, ich bestehe drauf, ja? Ich bestehe da drauf, so. Von mir kriegen Sie jetzt 75.000, so, die habe ich Ihnen jetzt überwiesen. Boah, nehmen Sie es erstmal setzen. Ja, nehmen Sie es und tun Sie es gut investieren in Ihren Hof oder machen Sie, was Sie wollen damit. Ne, einfach als Dankeschön. Ich habe ein sehr gut florierendes Geschäft in Schwatzing. Naja, und ich brauche ein paar Ausgaben, von daher. Fritze. Also vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Bitteschön. Was? Ach, du grüne Neune. Du Penner! Was ist denn? Ich kann doch nichts dafür, wenn du so geizig bist. Boah, Wahnsinn. Also Herr Olaf, wenn die unsere beiden Herren heute in Spenderlaune sind, ich weiß nicht, ob es die Frau Maxlow erzählt hat, sie ist auf jeden Fall unsere stellvertretende Bürgermeisterin. Ja, sprich, so! Herr Manus, jetzt ist aber da gut. Nächstes ist gut! Leute, nein, das kann ich nicht annehmen. Ist schon da. Also, gönn dir. Bevor Sie jetzt noch einen Herzinfarkt bekommen, weil Sie weitere Geldspenden bekommen haben. Ich habe mir was überlegt. Sie haben ja im Prinzip dafür gesorgt, dass ein Staatsbediensteter wieder in den Dienst gehen kann, nämlich die Frau Maslachow. Ich würde Ihnen was anderes anbieten. Ich glaube, das können Sie auch gut gebrauchen. Ich würde mich anbieten. Was? Für eine Woche würde ich gerne hierbleiben, Urlaub machen und Ihnen am Hof ein bisschen helfen. Was halten Sie davon? Das ist sehr gerne. Sehr gerne, auf jeden Fall. Dann machen wir das so. Gerne. Soll ich in deinem Büro die wichtigen Sachen übernehmen? Dafür gibt es die Frau Maslachow und die Frau Eilig. Die braucht auch Unterstützung. Und den Herrn Bayer. Och, also, Mann, und den Herrn Ziegel. Ja, ist in Ordnung. Und den Graf Sachsen. Hm. Also, ne?
Gibt es den Bayer immer noch? Genau. Miguel, du kannst mir tatsächlich helfen. Ja. Du könntest mein BMW mit einer Schwatz hinnehmen. Doch, klar, mache ich. Ihr habt ja sowieso, der euer M8 ist ja ein Zweisitzer. Ja. Ihr braucht ja sowieso mehr Kapazität, dann nehmt ihr ein BMW mit einfach. Mach mal so. Alles klar. Ja, komm, da würde ich sagen, dann... Ach so, und Herr Manus? Peter? Bevor ich dann vielleicht noch, also um die Liste noch um eine Person zu erweitern, den Harry gibt's auch noch, der würde mir auch noch helfen, falls ich nicht da wäre. Hä, warum? Was hat denn der damit zu tun? Ja, der hatte sich auch mal auf stellvertretenden Bürgermeister beworben, der hat so ein bisschen Ahnung von dem, was ich da mache. Den würde ich dann auch noch fragen. Um nix tun? Ja gut, hat der Ahnung. Wie du immer Witz. Nee, aber das ist echt, also warum der sich da schon wieder reinquetschen muss, ganz ehrlich, ey. Ich hab einen Witz gemeint, jetzt fahr mal. Nee, runter. Nicht du, Mann, der Harald. So, ja, der weiß ganz genau, sich da wieder reinquetschen. Ja, der weiß ganz genau, dass das mein Ding ist. Das Scheiße. Ja, gut, gibt's. Komm. Aber ja, komm, schön, dass es hier Happy End gibt. Fahr mal los jetzt. Dann viel Spaß, Olaf, und ja, Dankeschön nochmal, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Immer wieder gerne. Ihr zwei, Hans, Hildegard, ja. macht's gut. War echt eine tolle Zeit, die 3 Wochen mit euch. Ja, danke für deine Gastfreundschaft. Wir bleiben immer wieder in Kontakt. Gerne. Wenn ihr wollt, gerne kommt vorbei. Ja. Immer wieder gern. Danke, Olaf. Ja, den für alles. Herrn Olaf auch mal einladen zu sich. Herr Olaf. Ja. Ich bedanke mich, dass Sie sich so vorzüglich über meine Mutter sich gekümmert haben und über den über meinen Stiefvater. Gerne, kein Problem. Und als guten Willen, Sie haben ja schon Ich bin ja ein bisschen auf Aufstellung, möchte ich Sie aber noch trotzdem einladen, zu mir an den Hof zu kommen. Sich mal meine BGA anschauen, bei mir am Hof mal ein bisschen rumgucken und so. Ja, ich habe noch einen super Händler, so Schwatzinger, das ist der Herr Adler, der wird auch bestimmt gute Preise machen für Maschinen, wenn Sie da mal was brauchen. Sagen Sie Bescheid, kommen Sie vorbei, alles wird cool, alles wird lustig. Machen wir einen schönen, gemütlichen Abend mit Mutti und Fadi Ender. Und dann machen wir einen schönen Halligalli, ne? Ja, gerne. Mal kurz auf den Kopf. Sobald die andere Zeit hier vorbei ist, gerne. Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank euch allen. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Hildegard, willst du bei mir mitfahren? Habt eure Taschen schon? Ja, da fahre ich bei dir halt mit. Und wen, du fährst nicht ordentlich. Ich fahre ordentlich. Denke schon. Super. Mit welchem Wagen nimmst du sie denn mit? Peter! Deiner ist mir zu kaputt. Wollte ich gerade sagen, meiner ist ja schon verbeult. Und flupp rein. Ah. Muss ich hier in die kaputte Möhre rein? Ja, nützt ja nichts. Hat der eine ja kaputt gefahren. Hier machst du die Tür zu mit der Hildegard? Bei der BMW-Reihe klemmt das, wenn sie als Beifahrer drin sind. Da musst du von der Fahrerseite aus machen. Oh mein Gott, die ist wie du. So, Mama, noch die Tür zu. Hallo. So. Richtig. Was heißt denn hier Hallo? So. Ach. Sag mal, Fritzel, habt ihr das mit euren Streitigkeiten mit dem Bruder und so gelegt? Ja, der heult manchmal immer noch, wenn ich sage, hi Bruder oder so. Aber kennt sie ja. Miguel, geht's? Ja. Geht. Ja, geht. Warum? Du bist gerade gegen die Kappenbank gefahren. Bin ich gar nicht. Doch. Nee, bin ich gar nicht. Doch. So, Hildegard, ein fest Pflasterstraße. So, was ist denn jetzt hier? Ich bin mittlerweile gewohnt, so oft wie ich hier lang gefahren bin. Jetzt gibt's erstmal ein schönes Rennen. So. Wow, Baum. So, Hildegard, halt dich fest, anschneiden, schlimmer, feste machen. Jetzt geht's ab hier, BMW M8. So. Solange du auf der Straße bleibst, ist alles in Ordnung. Aber mich freut es sehr, dass es euch gut geht, auf jeden Fall. Boah, leck mich am Arsch. Ja, ich bin auch froh, damit der Brief angekommen ist. Es hat ja nur jetzt wirklich eine ganze Zeit gedauert. Ganz sicher. Aber wir sind froh, damit wir endlich wieder zurück nach Schwatzingen können. Jo, das kriegen wir alles hin. Oh Gott, Miguel. Hildegard, ich hab das unter Kontrolle. So. Alles gut, Hildegard. So, jetzt geht's aber richtig rein, die Olga hier. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst es euch da. Wir sehen erstmal raus. Tschüss. Tschüss.